Hallo liebe Leute, schön, dass ihr einschaltet bei einer weiteren Folge Final Fantasy 16. Freut mich sehr, Leute. Ja, heute wieder, ja, machen wir weiter mit der Story. Kurzer Rückblick vielleicht letztes Mal, da hatten wir den Fight gegen Hugo Kupka. Ja, es kam endlich mal zum Aufeinandertreffen. Er hat seine Rache bekommen und er hat auch erfahren, dass Clive ja der eigentliche Mörder von Benedicta war. Deswegen ist er vollkommen ausgerastet, aber im Endeffekt war der Fight trotzdem nicht besonders schwer. Wir haben dann im Anschluss seine Kraft auch bekommen, er hat beide Hände verloren und dann ist wieder ein Mysterium passiert. Da tauchte irgendein komischer Typ auf, den wir noch nie gesehen haben und den wir auch durch den Nebel gar nicht erkennen konnten. Hat ihn mit einem Schlag, also den Hugo, boom, ausgenockt, mitgenommen. Wer zum Teufel war das, wissen wir nicht, keine Ahnung. Das Spiel schafft es doch jedes Mal, uns wieder zu verwirren, oder? Naja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los und gucken uns mal an, was heute wieder passiert. Und ich wünsche euch natürlich viel Spaß dabei. Otto, bist du beschäftigt? Wann bin ich das nicht? Wie geht es Jill? Einigermaßen. Taya sorgt dafür, dass sie sich ausruht. Gut. Gibt es irgendwas Neues zu Kupka? Vivian versucht, ihn ausfindig zu machen, aber ohne zuverlässige Hinweise. Wir haben den Fluchbrechern und unseren Verbündeten im Westen Pestolas Bescheid gegeben, dass sie die Augen offen halten sollen. Bisher kam nichts, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Ist gut. Halt mich auf dem Laufenden. Da ist er ja. Hallo, Clive. Wer ist das? Rettest du etwa immer noch die Welt? Nicht. Du bist schon zurück? Jetzt ja. Wer ist das? Kennen Sie die? Ich kenne sie gar nicht. Hä? Verschoben? Weil Kupka in Rosaria einmarschiert ist. Ganz Canva dreht deshalb am Rad. Er ist verrückt, außer Kontrolle. Wir sind die Nächsten. Wer soll bei so einem Trara lernen können? Schon gut, schon gut. Ich bin ruhig. Wie lange bleibst du denn diesmal? Weiß nicht. Eine ganze Weile. Wo ich dich schon mal am Wickel hab. Kannst du mir vielleicht einen Gefallen tun? Nicht. Du kannst nicht erwarten, dass... Bitte, auch um meiner Willen. Während wir total genervt. Kupka suchen, solltest du etwas Zeit haben. Professor, das ist ja mal eine schöne Überraschung. Sonst steckt die Nase immer in einem Wälzer. Heute auch. Bis mich eine vertraute Stimme rausgelockt hat. Deine Existenz ist wirklich wie eine frische Brise, die meine mühsam gesammelten Gedanken in Sekunden durcheinander wirbelt. Das war jetzt kein Lob. Das nehme ich mal als Kompliment. Nein. Clive, du hast Frau Professor gehört. Also, ich warte im Lagerraum auf dich. Hey, wo willst du hin? Lassen wir sie halt warten. Von wegen frische Brise. Wohl eher ein Wirbelsturm. Hey, Otto. Es geht direkt weiter, Leute. Wie? Wovon redest du? Was passiert hier eigentlich, ey? Von meinem Lohn fürs Übersetzen von mit. Sie meinte, du bezahlst. Dieser Frechdachs. Dann zum Lagerraum. Ist ganz schön lahm. Ich hab zu tun mit. Dann mach ich's kurz. Ich will den Raum da unten zu meiner Werkstatt umbauen, so wie ich früher eine hatte. Mit, du bist gerade erst zurück. Na und? Ich hab schon eine Weile dran gedacht. Paps fand, ich hätte Talent zum Tüfteln. Er hat mir alles beigebracht und mich dann sogar zum Studieren nach Canva geschickt. Er hat sich was für mich gewünscht, dass ich mein Wissen eines Tages für unser Ziel einsetze. Aber an der Schule helfe ich niemandem. Ich habe genug gelernt. Zeit, mich nützlich zu machen. Ich weiß, dass ich den Leuten hier helfen kann. Und das will ich auch. Sieh mal einer an. Sid wäre stolz auf dich. Na gut. Ich sag Otto, dass du hier bleibst. Ich wusste, dass du ja sagst. Deswegen habe ich eine Liste mit Aufgaben für dich. Für mich? Ja, klar. Und was kann ich für dich tun? Als erstes brauche ich eine Ausstattung und Material für meine Projekte. Hier sind Pläne für ein paar Werkzeuge und Rohstoffe für die Herstellung.
Das andere Zeug kann ich verarbeiten. Ich brauche nur einen Wohltäter, der es für mich besorgt. Außer das Ach Holz. Wirklich, du kannst dafür selbst arbeiten. Wow. Aber ich leih mir ich hätte gedacht, dafür hast du auch jemanden. Noch Wünsche? Keine. Vielleicht nächstes Mal wieder. Ja, wir nehmen den Auftrag an. Wahrscheinlich haben wir keine andere Wahl. Wenn wir eine Wahl hätten, würde ich das nicht machen, Leute. Wonach sieht's denn aus? Ich habe einen Auftrag für dich. Von Mit. Sie braucht ein paar Werkzeuge. So, hier, bitteschön. Just do it. Ich versuche das mal ein bisschen zu beschleunigen, weil das scheint hier keine wichtige Quest zu sein, Leute. Kannst du die schmieden? Meine Güte. Was will sie? Ja, ein Luftschiff oder was? Ich tue, was ich danke. Ja, gut, Schledorn passt. Hab mich gewundert. Mit ist zurück aus Canva. Ja, sie ist zurück. Zu unserem Glück. Werkstatt im Lagerraum. Hier ist die Liste. Ich meine, okay, vielleicht produziert sie irgendwas Nützliches, aber sie nervt trotzdem irgendwie. Keine Ahnung, wie es euch geht. Denkst du, du kannst das alles besorgen? Mehr nicht? Das bisschen gut zu wissen. Gut, dann mach es. Sehr schön. Ohne ihre Filter gäbe es hier nichts als fauliges Wasser zu trinken. Aha, sie macht Filter. Okay, sie ist schon nützlich. Da hast du recht. Okay. Ja gut, ich meine, es ist ja okay, dass sie sowas Cooles erfunden hat. Das ist sehr wichtig, ne? Ich meine, viele sind hier unersetzlich halt, ne? Aber deswegen kann man sich trotzdem nicht aufführen wie sonst was, finde ich. Mit will sich hier eine Werkstatt da wärst du. Ja, ja. Auf geht's, bau was. Na, dann mach das. Ich im Moment alle Hände voll zu tun mit Reparaturen. So gern ich ihr auch dabei helfen würde, ich habe einfach keine Zeit für noch mehr. Okay, was jetzt? Muss ja nicht unbedingt ich sein, oder? Wie wär's mit weißt schon, der arbeitet bei Marthas Rast. Burnett, oder? Ach, der Typ, den wir schon mal gerettet haben, Leute. Er hat uns mal sehen, ob Martha. Ja, gut, dann müssen wir wohl dahin, hä? So, Marthas Rast, here we go, here we are. Okay, reden wir mit Martha. Ah, Clive, was führt dich denn zur Rast? Unser Die Suche. Heim bräuchte Hilfe von einem guten Schrein. Burnett, genau, wo ist Burnett? Eine Hand wäscht die an. Danke, Martha. Wo ist er denn? Wohl oben in Cressida zu tun. Aber keine Ahnung was. Ist ja verlassen. Okay, gehen wir mal dahin. Ne? Okay, hier soll er sein und hier ist auch ein Weg dazu. Vielleicht ist er jetzt offen. Vielleicht ergibt sich hier ein neuer Weg. Schauen wir hin. Schauen wir hin, Leute. Es ist nicht allzu weit. Wahrscheinlich gibt es ein paar Fights. Da können wir ein bisschen leveln und dann sind wir schon wieder da. Gib mir Dana. Du hast doch einen Schaden, Alter. Arachne, wo kommst du her? Boah. Hilf mir! So, here we go. Aha, die Brücke ist tatsächlich fertiggestellt. Und da ist der Typi. Das ist ja mein Lebensretter. Was führt dich denn hierher? Du, Bernhard. Martha meinte, du sollst. Ja, wir haben eine Bitte. Wirklich? Komm, machst du's? Ich hoffe. Eine Werkstatt bauen? Allemal interessanter als Brücken zu reparieren. Und. Findest du, ja? Wenn man mich für eine Weile entbehren kann. Warum nicht? Sag mir nur, wo ich hin muss. Das höre ich gern. Ich hätte selbst noch eine kleine Bitte, wenn möglich. Was denn? Was denn? Das da ist Cressida, meine Heimat. Und die letzte Ruhestätte meiner geliebten Eltern. Wir sollen sie von Monstern säubern, oder? Ich wollte sie mal wieder besuchen. Sogar die ja, voller Bestien, das ganze Dorf. Ja, ja, ja. Okay, machen wir das. Viel Erfahrung im Umgang mit ja, ja, machen wir das, machen wir doch. Machen wir, machen wir, machen wir. Ich finde das nämlich sehr witzig von Titan. Ich habe es freigeschaltet und jetzt passt mal auf. Boom. Bam, 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 bam. Oder das hier? Im richtigen Moment. Machen wir den hier. Das ist schön. Oh, neue Gegner, wer hat's gedacht? Okay. Machen wir den Rank-Pier kaputt.
Wir haben ihn kaputt gemacht. Ach ja, und was ich neu habe, ist ein Titanschild. Wenn ich Zeit habe, zeige ich euch das mal. Wenn ihr jetzt jemanden angreift, macht den hier. Boom. Und mach ich den hier. Boom. Und das war's dann so ziemlich von dir. Noch einer übrig, aber komm, der ist tot. Überlebt er das? Es kommen nochmal Gegner. Okay, es kommen echt einige Gegner. Gut. Hallo, ich hatte die falsche ausgewählt. Da hat mich überrascht. Das war gemein. Okay, du nervst. Zu langsam. Viel zu langsam. Tja, du kriegst nur schöne Blitze hier ab, Junge. Schöne Gerade, meine Damen und Herren. Schöne Gerade. Und wir blitzen nochmal und das war's für ihn. Tschüss. Das wäre erledigt. Wie er das Schwert hinten reinsteckt, das ist unmöglich. Das hat ja nicht lang gedauert. Waren aber viele Bestien. Danke, Junge. Jetzt können meine Eltern wieder in Frieden ruhen. Wann wurde das Dorf denn aufgegeben? Nach dem Fall von Rosaria sind die Leute allmählich weg. Die Fäule und Kaiserliche, das hält niemand aus. Die letzten müssen vor etwa 10 Jahren gegangen sein. Es könnten aber auch 100 sein, wie es hier aussieht. Ich erkenne kaum was wieder. Tut mir leid. Ach, nicht doch. Es war schön, aber ich spreche nur noch ein Gebet für meine Familie. Dann komme ich zu euch. Wir sehen uns. Just do it then. Hier ist doch bestimmt noch irgendwas. Ich guck mich mal um. Schnell zurück, bevor ihr noch mehr einfällt. Ja, du musst ja nicht alles machen, was sie sagt. Bist du dumm oder was? Setz dich mal durch. Aha, hier ist noch eine Kiste. Gut, dass ich mich umgeguckt habe. Ja, okay, mein Gott. Nehmen wir natürlich mit. Und hier hinten ist noch irgendwas. Was ist denn das? Ich wette mit euch, wenn ein besonderer Gegner erscheint, dann ist er hier. Vielleicht ist aber auch jetzt schon ein Gegner hier. Das sieht hier schon wie eine Kampfarena aus. Aber zurzeit ist hier nichts. Hallo Clive, ist alles erledigt? Ist es. Ich habe dein Material bestellt und ein Schreiner mit Namen Bernard. Das ist spitze. Danke, Clive. Ja, sehr geil. Du? Nö. Schledern und Tante Karon haben mir schon alles besorgt und mein Bauplan ist auch fertig. Sobald Bernard da ist, kann's losgehen. Kann's kaum abwarten. Oh. Wir können tatsächlich eine neue Waffe bauen. Felskeil. Felskeil. Ist besser. Machen wir das. Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Ah, Clive. Taya. Wie geht's, Jill? Schon besser. Aber sie braucht immer noch Ruhe. Natürlich. Da geht's nicht so gut, hä? Ich gebe mir Mühe. Oh, Gav hat nach dir gesucht. Meinte, er will dir was im Archiv zeigen. Im Archiv? Ach so, ja. Er wollte Hippokrates wegen Torgal fragen. Er hat wohl was erfahren. Mein Gott, wir werden hier nur noch rumgeschickt, oder? Halleluja, was ist denn heute los? Sag mal. Clive, wo hast du gesteckt? Ich wollte dich was fragen, wegen Torgal. Wo hast du ihn her? Also, wo habt ihr ihn gefunden? Mein Vater hat ihn von einer Reise in die nördlichen Gebiete mitgebracht. Sie haben ihn inmitten eines Schneefelds winseln gehört und, weil er ganz allein war, einfach mitgenommen. Was denkst du, Harpo? Es passt jedenfalls zu meiner Theorie. Clive
Ich glaube, Torgal ist kein einfacher Hund, sondern ein Frostwolf. Ein sehr seltenes Tier aus dem äußersten Norden Valisteas. In einem unserer Folianten findet ein solcher Frostwolf Erwähnung. Dieser Wolf diente als Beschützer einer Königin des Nordens. Er hatte die Gabe, Äther zu beherrschen und konnte auf Kommando Magie wirken. Sein passt ja. Name war Fenrir. Fenrir. Der Frostwolf. Alles klar. Und die Annalen erwähnen das zwar nicht konkret, aber ich bin mir recht sicher, diese Königin war ein Dominus von Shiva. Eine Frau aus den nördlichen Gebieten und ihr Gefährte. Sie erwacht als Dominus von Shiva und das Tier... Das heißt, Jill ist der Grund für Torgals Kräfte. Aha. Was? Was für die komische Figur. Offiziell war er mein Hund. Aber Torgal und Jill waren unzertrennlich. Er ist als steter Begleiter von Shivas Dominus aufgewachsen. Und Jahre später sind seine Kräfte erwacht, als seine Herrin ihn am dringendsten brauchte. Das stimmt. Wenn Torgal die verdammten Dalmeker nicht zur Hölle geschickt hätte, wär's aus gewesen. Fast. Denn Torgals Kraft ist seine eigene. Seine natürliche Gabe als Frostwolf. Sie musste nur erweckt werden. Doch, sieh an, Torgal. Du bist ja noch fabelhafter, als wir dachten. Ach, und macht euch bitte keine Sorgen. Torgals Gabe schadet seinem Körper nicht. Er frisst ja förmlich wie ein Behemoth. Gerade heute Morgen habe ich ihn mit der Nase in meinem Frühstück gefunden. Hier bist du! Ich habe dich schon überall gesucht. Bernard, die Nervensäge. Du musst uns vorstellen, dann legen wir los. Ich komme sofort. Aber da haben sie Fenrir mit reingezogen, den Fenriswolf aus der nordischen Mythologie. Perfekt, oder? Das ist es. Ohne dich und alle anderen hätte ich's nicht geschafft. Ich werde mich revanchieren. Ab jetzt schufte ich Tag und Nacht für euch. Wirst schon sehen. Ich sag's dir, solche Wunder hat die Welt noch nicht gesehen. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, Vivian, aber was kann jetzt eigentlich hier Danke mit alles, überhaupt Clive. Machen? Ich zahl's zurück. Versprochen. Ja? Was denn? Wie denn? Was machst du? Was ist hier los? Technikerin? Endlich haben wir alles Nötige, um uns so richtig in die Arbeit zu stürzen. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Was macht ihr denn? Was ist mit der los? Und Bernard? Danke für deine Hilfe. Das war wirklich nett von dir. Da habe ich natürlich auch gerne geholfen. Ich dachte erst, ich habe vielleicht zu viel versprochen, als mit mir ihre Pläne gezeigt hat. Ohne ihre Erklärung hätte ich nicht mal gewusst, wo oben und unten ist. Aber was können wir denn jetzt? Was bringt das jetzt? Also irgendwie bringt das was. Für die Gemeinschaft. Wer weiß, ob wir irgendwie davon profitieren. Ja gut. Was macht die Suche nach Kupka? Verläuft im Sande. Es gibt unzählige Sichtungen seltsamer Soldaten hier und dort. Aber leider nichts Konkretes. Doch ich finde schon noch heraus, wie er Rosalith verlassen hat. Ja. Bleib dran. Wenn jemand dieses Rätsel lösen kann, dann du. Und ich warte so lange, wie es nötig ist. Was bleibt dann zu tun, wenn es so ist? Was können wir denn jetzt überhaupt machen? Warum stehen die da immer noch da? Wartest du hier? Sprich dann etwas dagegen. Weißt du, Clive, ich denke, es ist ein Segen, dass du den Thron deines Vaters nicht geerbt hast. Deine armen Untertanen würden in Angst vor dir leben. Darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich will kein Herrscher sein. Das beruhigt mich.
Clive, hast du kurz Zeit? Wir haben einen Gast. Ein Gast? Wer kommt denn da? Für deine Mühe. Wie groß ist Onkel Byron. Onkel Byron? Clive, mein Junge. Zapf ein Fass an. Dein Lieblingsonkel ist hier. Die dalmekische Regierung ersucht uns um Frieden. Was entgegnen wir? Falls sie gewillt sind, ihre Kriegsschuld anzuerkennen, sollten wir darauf eingehen. Dennoch, kein Vertrag ohne beträchtliche Reparation. Die Chasias Vorräte sind nicht so groß wie erwartet. Ja, es gibt viele Mäuler zu stopfen. Die Dalmeker werden ihre Schatzkammern für uns leeren müssen. Natürlich war all dies nur möglich, dank eures taktischen Geschicks, Prinz Olivier. In der Tat, keiner von uns hätte den Mut, mit dem mächtigen Titan zu verhandeln, geschweige denn den Verstand, ihn für uns zu gewinnen. Das Kaiserreich steht in eurer Schuld. Möge der Segen der Kristalle mit euch sein, Euro. Wie eigenartig ist das denn? Möge der Segen der Kristalle mit euch sein. Sehr gut. Der Prinz scheint aber ein guter Mensch zu sein. Lasst uns die Frage besprechen, wann genau die Dalmeker ihre Truppen abziehen werden. Dions Feuer könnte uns das alles ersparen. Die Herren der Wüste werden sich nicht rühren, bis ein Vertrag zustande kommt. So, lasst uns weiter verhandeln. Geben wir ihnen Zeit, uns wirklich all ihr Gold zu präsentieren. Und sobald sie unsere Forderungen erfüllen, welchen Wert hat schon ein Schriftstück? Eure Heiligkeit, wenn Prinz Dion zu Felde zieht, wird der Feind sicherlich auch seinen Dominus entsenden. Natürlich würde seine Hoheit triumphieren. Doch es gäbe große Verluste auf beiden. Keine Angst vor Hugo Kupka. Gegenwärtig ist er an der Westfront. Selbst wenn die Dalmeker nach ihm schickten, käme er zu spät. So sehr mich ein Duell auch verzücken würde zwischen Bahamut und Titan, es soll nicht sein. Und eure Untertanen, eure Heiligkeit? Wenn die Stadt zum Schlachtfeld werden sollte, sind sie es, die am schlimmsten leiden. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Doch für jeden Untertan, der stirbt, wird ein neuer geboren. Für jedes Heim, das brennt, ein neues errichtet. Das Reich wird fortbestehen. Das passt ihm nicht, verständlicherweise. Dion? Ja, Herr.
Mach dich kampfbereit. Aber Herr... Muss ich mich etwa wiederholen? Reite an die Front und erwarte Befehle. Wenn ihr es wünscht, eure Heiligkeit, dann breche ich auf. Er kennt das Gift. Möge Gwigor euch vergeben. Was prophezeien die Astrologen? Die Zeichen sind eindeutig, eure Heiligkeit. Der Schatten des Verrats liegt auf dem Prinzen. Annabella sprach also die Wahrheit. Du enttäuschst mich, Dion. Was für ein Spiel spielt sie, hm? Sie scheint darin aber ziemlich gut zu sein, oder? So, wir sind wieder hier. Wir sollen jetzt mit Byron sprechen. Na gut, Leute. Ich glaube, in dieser heutigen Folge wird nicht allzu viel passieren. Also so, ne? Höchstens ein bisschen Blabla hier und da. Aber bis jetzt ist nicht viel passiert und trotzdem ist schon einiges in Zeit vergangen. Dann schauen wir mal, was Onkel Byron sagt. Ah, mein geliebter Neffe. Hab dich vermisst. Wie hast du uns gefunden, Onkel? Mit Unterstützung des jungen Sir Wade. Ein wirklich... sehr hilfsbereiter Bursche, so wie du anscheinend. Die Hüter und ihre Freunde erzählen die wildesten Geschichten über deine Heldentaten in Rosalith. Deshalb bin ich hier. Ich will wissen, was wirklich vorgefallen ist, um Fakten und Fantasie zu trennen. Hast du mit den Hütern der Flamme die Bürger von Rosalith nach Port Isolde evakuiert? Das habe ich, ja. Dann habe ich auch ein paar Fragen. Komm, gehen wir hinein. Sehr gern. Du da? In den Truhen sind 2000 Myriaden Gil. Sieh zu, dass sie in die Taschen meines Neffen kommen. Wie bitte? 2000? Und ich fürchte, mehr weiß ich auch nicht. Eine Flotte südlich vor Port Isolde? Höchst interessant. Bedauerlicherweise endet hier mein Wissen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Kupka in Rosalith verwundet wurde. Erst recht nicht, dass mein eigener Neffe ihm diese Niederlage beschert hat. Was denkst du, Vivian? Ich denke, mit diesem Hinweis auf die dalmekische Flotte und den jüngsten Berichten über Valuta-Manöver haben sich die letzten Details des Rätsels ergeben. Kommt, ich zeige es euch. Wir wissen, dass Kupkas Heer über den unbewachten Seeweg in Rosaria eindringen konnte. Mhm. Dieselbe Route käme wohl auch für die Valuta in Frage. Schließlich ist ihre Marine bekannt für die Effizienz, mit der sie ihre Ritter von einem Schlachtfeld zum nächsten trägt. Und ihr Flaggschiff, die Einherjahr, oder Schwarze Galeone, wie sie auch genannt wird, ist nicht minder gefürchtet als die legendäre Kavallerie des Königreichs. Nur dank ihr war es Valut überhaupt erst möglich, den Blick auf die Länder jenseits von Ashra zu richten. Ja, es ist überaus wahrscheinlich, dass auch die Valuta Rosaria über den Seeweg erreichten. Überlege selbst. Wenn du Titan vor dem Tod retten wolltest, wohin würdest du ihn bringen? Zweifelsohne nach Drachenfang, oder? Ein sicherer Ort mit genug Äther, um seine Wunden zu heilen. Doch mit dem Schiff wäre das ein langer Umweg über das Südkap. Also. Gehen wir trotzdem davon aus, dass die Valuta an Land gegangen sind, um dir Kupka vor der Nase wegzuschnappen. Hätten sie das wirklich riskieren wollen?
ihn an Bord eines der Schiffe zu nehmen, die mit wehenden Flaggen vor Port Isolde gesichtet wurden? Wochen auf See, unerbittlich vom Wind und den Wellen durchgeschüttelt, kämen für einen Schwerverletzten einem Todesurteil gleich. Nein. Kupkas treue Anhänger würden verhindern wollen, dass dies seine letzte Reise wird. Welchen Plan verfolgten die Valuta dann? Die Berichte lassen vermuten, dass sie nicht die Küste, sondern die Wüste ansteuerten. Auf direkter Linie durch die Dünen der Velkroi könnte eine kleine Karawane Kupka Tage eher nach Hause bringen als das schnellste Schiff. Kein Zweifel, alles deutet darauf hin, dass es die Valuta waren, die Hugo Kupka gerettet haben. Darauf würde ich dein Leben verwetten. Also dann haben die Valuta den Schuft in Sicherheit gebracht. So sieht's aus. Wenn ich darüber nachdenke, die Schiffe, die ich gesehen habe, kamen mir etwas seltsam vor. Die Besatzung wirkte niedergeschlagen, wie in Trauer. Als ob sie glaubten oder jemand sie hat glauben lassen, dass ihr Dienstherr tot sei. Scharf beobachtet, Lord Rosfield. Und das ist deine Antwort. Um Kupka zu finden, musst du nur der Spur der Valuta durch die Velkroi folgen. Sie dürfte schon erkaltet sein, aber wie sagt man in der Republik, alle Wege führen nach Drachenfang. Ich denke, ich werde dich ein Stückchen begleiten. Wie es der Zufall will, hatte ich ohnehin vor, nach meinem Besuch hier Richtung Tanwa zu reisen. Drachenfang wäre nur ein kleiner Umweg. Das würde mich sehr freuen. Gib mir noch einen Augenblick. Ich muss den anderen Bescheid sagen. Dann können wir los. Das ist die nächste größere Quest. Mein Junge, mir juckt's in den Füßen. Okay, Leute. Ich bezweifle aber, dass wir das jetzt heute schaffen werden, weil es ist schon einiges in Zeit vergangen. Leider. Das heißt, die nächste größere Quest, wo wir dann aufbrechen... Ja, müssen wir das nächste Mal machen. Ich fand es jetzt nur lustig, wie aus der nordischen Mythologie. Wir hatten ja vorhin schon das mit Thorgal und Fenrir und jetzt mit Einherja. Ich meine, wer es nicht kennt, das ist halt Einherja, sind die Krieger, die gefallenen Krieger in der nordischen Mythologie, die dann von den Walküren in das andere Reich gebracht werden und dann kämpfen sie dort den ganzen Tag, bis nur noch einer steht und sie bereiten sich auf den großen Krieg vor, Ragnarök. Und wenn sie sterben, dann werden sie vor den Walküren wieder zum Leben erweckt mit einem Kuss und so kämpfen sie die ganze Zeit bis Ragnarök. Witzig. Also Leute, das war's mit diesem Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich hoffe, wir sehen uns auch das nächste Mal. Also Leute, peace out und bis dann. Thank you.